Ho 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 und herzlich willkommen zum 24. Türchen des Adventskalenders der Pokémetropole. Und da wir Weihnachten haben, fahren wir ein bisschen runter, wir entspannen ein bisschen und ich fackel jetzt nicht lange rum, möchte mich noch kurz bedanken bei den Leuten, die hier zugeguckt haben, möchte mich bedanken bei den Leuten, die das organisiert haben und vielen, vielen Dank an alle, die das alles hier supportet haben. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und vielen Dank auch an Pokémänner, der das hier so wunderschön geschnitten hat. Ich möchte einfach, dass ihr jetzt entspannt euch die Geschichte anhört, die jeder von euch mitschreiben durfte und einfach reinstarten. Viel Spaß dabei und lasst gerne ein Like da, auch gerne ein Abo. Und jetzt starten wir rein. Es begann damals im tiefer schneiten Land der Pokémetropole. Das noch junge Snom, was erst vor kurzem in diese Region gezogen ist, sollte heute einen ganz besonderen Tag erleben. Denn nach seinem Einzug hatte er eine rätselhafte Begegnung mit dem mächtigen Eisdrachen Kyurem, der eines Tages vor seiner Haustüre gewartet hat. Es brachte das heldenhafte Hydropi mit, welches mit Snom ein Retterteam gegründet hat. Gemeinsam wollen sie die Welt zu einem besseren Ort machen. Dass dies eine schwierige und zugleich aufregende Aufgabe wird, war allen Beteiligten schnell klar. Denn keine Welt ist so schön, aber auch so voller Gefahren wie die Welt der Pokémon. Zusammen erlebten sie viele Abenteuer und mussten viele Herausforderungen bestehen, bis sie irgendwann herausgefunden haben, dass Mewtwo plante, die Weltherrschaft an sich zu reißen und dass in seiner Welt alle Pokémon ohne Menschen leben sollten. Sie fanden die Idee toll und schließen sich mit Mewtwo zusammen, um gemeinsam über die Welt zu herrschen. Doch es war nicht so einfach, wie sie es gedacht hatten. Botogel wusste, dass Mewtwo auch Weihnachten hasste und versammelte alle Weihnachts-Pokémon aus den hohen Bergen und den tiefen Tälern, um das Weihnachtsfest noch zu retten. Der Plan steht. Botogel packen die Weihnachtsgeschenke, Darmeplex verteilen diese in der ganzen Welt und jedes einzelne Elektro-Pokémon sorgt für die passende weihnachtliche Beleuchtung. Doch das Wichtigste für das Weihnachtsfest, der legendäre, saftige Döner aus der Stadt der Schränke, musste noch besorgt werden. Ansonsten kann Weihnachten dieses Jahr nicht stattfinden. Daher nahm sich das tapfere Absol der Aufgabe an, diesen Döner um jeden Preis zu besorgen. Doch als das Absol beim Dönerladen ankam, lag ein Relaxo vor der Tür. Es schlief, tief und fest. Jetzt stellte sich die Frage in meinem Kopf. Pokeflöte, ja oder nein? Nein, sagte das stattliche Shiny Nachthara, denn sie hatten alle keine Hosentaschen, um die Pokeflöte zu transportieren. Hosentaschen? Ha, wer braucht die schon? Trillerte Kangama in die Runde, holte freudestrahlend die Pokeflöte aus seinem Beutel und trällerte los. Es funktioniert und Relaxo steht auf und geht davon. Währenddessen kommt der Dönerladenbesitzer Floink aus dem Laden. Floink war sehr aufgeregt, denn er wurde kurz vorher von Team Rocket überfallen. Diese klauten sämtliche Vorräte und versperrten den Ausgang. Um die kleine, aber bedeutende Mission Döner doch noch mit einem Erfolg zu krönen, mussten sich nun Absol und Kangama erstmal auf den Weg machen, um neue Vorräte zu besorgen. In diesem Moment wussten sie jedoch nicht, dass es durchaus keine gewöhnliche Reise zurück zum Dönerladen werden würde. Auf dem Weg zurück trafen sie nämlich auf ein gerissenes Nidoran, welches als Zoll, um zum Dönerladen zu gelangen, 5 Himbeeren verlangte. Als die Weggebühr bezahlt worden ist, machten sie sich glücklich und mit einem breiten Grinsen im Gesicht auf zum Dönerladen, um die Vorräte zu holen und sich selbst den Bauch vollzuschlagen mit dem besten Döner in der Gegend. Floink lud zu einem großen Fest von exquisiten Dönervarianten ein, um seiner Dankbarkeit Ausdruck zu verleihen. Ende. Und wenn sie nicht besiegt worden sind, dann kämpfen sie noch heute.